25 Jahre deutsche Einheit. Wir Deutschen feiern in diesen Tagen das große Jubiläum der Wiedervereinigung. Aber wie geht es eigentlich den Menschen in Ost und West? Mein heutiger Gast weiß das ganz genau. Bei mir ist der CDU-Politiker Hartmut Möllring. Er war von 2003 bis 2013 Finanzminister in Niedersachsen und übernahm danach das Amt des Wirtschafts- und Wissenschaftsministers in unserem Nachbarland Sachsen-Anhalt. Er kennt also beide Seiten sehr gut. Und ich freue mich, dass er heute da ist. Herzlich willkommen, Herr Möllring. Vielen Dank. Ja, 25 Jahre, eine lange Zeit. Wie haben Sie denn eigentlich so im Rückblick diesen 3. Oktober 1990 in Erinnerung? 3. Oktober war ja eigentlich geprägt von irgendwelchen offiziellen Terminen. Aber die Bevölkerung hat gar nicht darauf gewartet, sondern hat ja wie Silvester am 2. Oktober reingefeiert. Das war eigentlich die große Überraschung, sodass der 3. Oktober damals von den Feierlichkeiten eigentlich nicht mehr die große Rolle gespielt hat, sondern es war eigentlich die Nacht vom 2. auf den 3. Ja, es war große Euphorie, großes Glück, so wie natürlich bei der Grenzöffnung auch. Was ist denn aus Ihrer Sicht aus diesem Glück geworden, was damals alle Deutschen empfunden haben? Ja, es gibt ja jetzt eine jüngste Umfrage, dass gerade die Nachwendegeborenen, also die nach 1990 geboren sind, mit Ossi und Wessi gar nichts mehr anfangen können, sondern für die ist das ganz normal. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass die jungen Leute, die jetzt so bis 25 sind, gar nicht mehr sagen West-Ost, sondern eben das Bundesland, so wie wir eben Bayern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt. Es wird nicht mehr nach Ost und West unterschieden bei den jungen Leuten. Wenn Sie so an sich selbst denken, Sie sind ja 1990 in den Landtag eingezogen. Richtig, ja. Und sind jetzt also auch 25 Jahre in der Politik. Wenn Sie die Wünsche an Deutschland oder für Deutschland vergleichen, die Sie 1990 hatten und die Sie jetzt haben, hat sich da was geändert? Ja, natürlich, wenn man ganz frisch in den Landtag einzieht, relativ jung, dann versucht man da natürlich erstmal nach vorne zu kommen. Gut, wenn man dann Minister ist, dann sieht das immer so aus, als wäre der Weg einfach gewesen. Damals ging es mir als junger Abgeordneter in Niedersachsen natürlich hauptsächlich um niedersächsische Fragen. Das hat sich dann später geöffnet. Wir haben ja, als ich dann im Kabinett angehörte, auch Kontakte nach Sachsen-Anhalt und die anderen Bundesländer, mit denen wir benachbart sind, gemeinsame Kabinettssitzungen. Und man hat natürlich schon mit den Nachbarländern sich ausgetauscht. Aber klar, wenn man in einem Land Abgeordneter ist oder später Minister, guckt man immer mehr auf dieses eigene Land. Ja, wir wollen ja über Deutschland noch ausführlich reden, aber erstmal wollen wir ein bisschen über Sie reden. Über mich? Können Sie mal so in Stichworten richtig ganz schnell sagen, die wichtigsten Stationen Ihrer Laufbahn? Ja, das Erste ist, dass ich Silvester 51 geboren bin, dass ich mit 18 Abitur gemacht habe. Das war schön, wir hatten Kurzschuljahre, dadurch musste ich nicht so lange zur Schule gehen. Dann Bundeswehr, dann Studium. Dann bin ich sehr früh in den Rat von Hildesheim gewählt worden, mit 22 Jahren schon. Bin relativ früh dort Fraktionsvorsitzender geworden, mit 29, 30 Jahren, was ich sehr lange war. Und bin dann, wie gesagt, 1990 für 23 Jahre, also es muss immer wieder gewählt werden. Das ging nicht immer ganz so glatt, wie es von hinten aussieht. Da hat es auch durchaus Störfälle gegeben, aber es ist immer gut gegangen. Dann war ich 23 Jahre Landtagsabgeordneter, wie gesagt, 10 Jahre Finanzminister und dann hatte ich 8 Wochen Pause und dann war ich schon wieder Minister in Sachsen-Anhalt. Das war eigentlich so nicht geplant, aber ist schön. Eine spannende Zeit. Wir machen immer so ein kleines Schnellporträt hier in der Sendung. Das machen wir jetzt mal auch mit Ihnen. Mein Lebensmotto lautet? Ja, ja, nein, nein, sei deine Rede, was dazwischen ist, ist von Lübel. Mein großes Vorbild ist? Das war Ludwig Erhard. Meine wichtigste Eigenschaft ist? Pünktlichkeit. Meine kleine Schwäche ist es? Pünktlichkeit. Ja, manche Leute nervt das, wenn man pünktlich ist. Und andere nervt es, wenn man auf einen warten muss. Und das je ist, nachdem. Wo das, Pünktlichkeit kann auch nerven. Ich bin CDU-Mitglied geworden, weil? Die CDU damals ziemlich schwach dastand. Und ich meinte, 72 sollte ich mich da engagieren. Also bin ich eingetreten. Vom Politstress erhole ich mich am besten? Auch ich mache gern Sudoku, ich lese gern was, trinke auch gern mal ein Bier. Ich kann nicht ausstehen, wenn? Jemand unpünktlich ist. Das Gerede von Ossis und Wessis, finde ich?
Das ist überflüssig, das ist albern, weil die Bayern reden über die Preußen schlecht und die Saarländer über die Rheinland-Pfälzer und so. Ich glaube, Ossi-Wessi, das hat sich lange erledigt. An der Region Hannover, an meinem Heimatort Hildesheim vielleicht, schätze ich besonders? Nein, Hannover 96, die könnten allerdings ein bisschen besser spielen im Moment. Und in Hildesheim, da bin ich groß geworden und da ist meine Heimat. In der Region Magdeburg, wo ich jetzt tätig bin, gefallen mir? Also mal an die Elbe zu gehen oder schön beim Italiener sitzen, das ist alles wunderbar. Ich könnte nicht leben ohne? Ach, das weiß ich nicht. Bitte? Das weiß ich nicht. Ach so. Hätte ja jetzt sein können, weil es wäre eine wunderbare Überleitung zu meiner nächsten Frage gewesen, nach Frau und Kindern. Ja, das muss jeder Politiker sagen, dass natürlich die Familie ihm den Rückhalt gibt, ja, und so. Das ist eigentlich bei jedem Menschen so, dass er ein Rückzugsgebiet haben sollte. Welt, ne? Aber sagen Sie mal kurz, wie lange sind Sie mit Ihrer Frau Eva schon verheiratet? Seit 1980, 35 Jahre. Und wo haben Sie sich kennengelernt? In Göttingen beim Jurastudium. Ihre Frau ist auch sehr politisch interessiert und politisch? Auch Juristin, war eine Zeit lang im Deutschen Bundestag. Ist in der Frauenunion aktiv, ist in der CDU aktiv, ist im Moment Ratsmitglied in Hildesheim. Also wir sind schon eine politische Ehe. Und Ihre drei Kinder, sind die auch politisch interessiert? Politisch interessiert, ja. Zwei machen keine Politik. Der mittlere ist bei den Grünen. Passt sehr gut. Ja, er ist jetzt in Hessen im Umweltministerium Büroleiter. Und zu Schwarz-Grün in Hessen passt ja eigentlich unsere Familie. Sie sind ja ein mutiger Mann, wie wir an einem Foto gesehen haben. Es gibt da so schöne Fotos, wie Sie an einem Gurt über 200 Meter übers Bodetal schweben. Nee, ein Kilometer lang, 200 Meter tief. Und ein Kilometer lang. Ja, das ist die Mega-Zipline. Das ist ein junges Unternehmen, junge Leute, die gesagt haben, wir gründen ein Unternehmen, das heißt Harzdrenalin. Und die machen Segway-Fahrten auf dem Brocken und auch anders. Dann machen sie Wall-Running, habe ich auch so nicht gekannt. Da kann man also die Staumauer runterlaufen. Man ist natürlich an so einem Seil befestigt und man läuft dann so runter. Und dann ist es eben auch diese Mega-Zipline. Da haben sie zwei Seile gespannt, einen Kilometer lang jeweils. Und dann steht man auf so einem Turm, hat so ein Geschirr mit Rollen. Und dann fliegt man gemächlich, so man erreicht so knapp 100 Kilometer pro Stunde über die Rabodetalsperre und dann hat man hinterher einen Höhenunterschied von 200 Metern. Ich wollte das jetzt auch ein bisschen noch bildlich umsetzen. Das ist eine tolle Sache. Da macht die Leute sich eine. Ich wollte es ein bisschen umsetzen. Als Sie sich entschlossen haben, ich gehe jetzt in die neuen Bundesländer, war das ein ähnlicher mutiger Schwung, den Sie da genommen haben, oder war das nicht so? Nee, das war eine Sekundenentscheidung. Ja. Wie kam es dazu? Ja, Herr Haseloff hatte mich angerufen. Ich war gerade auf der Autobahn unterwegs, dann hat es nicht gleich geklappt. Wenn man so mit gut 200 unterwegs ist auf der dritten Spur, sollte man nicht ans Handy gehen, ist ja auch verboten. Dann habe ich bei einem Stopp ihn zurückgerufen, da war nur seine Mailbox dran. Dann hat er wieder angerufen, bin ich rechts rangefahren und er suchte eigentlich einen Rat, er suchte einen neuen Minister. Und irgendwann sagte er den Satz, eigentlich suche ich so jemanden wie Sie. Naja, und da ist man dann so ein bisschen an der Eitelkeit gepackt und in der habe ich gesagt, ja, wenn Sie mich haben wollen, komme ich. Da sagte ich, ja, Sie müssen auch noch Ihre Frau fragen. Ich sage, mache ich dann auch? Ja, ich muss auch noch erst mit meinen Leuten reden. Ich sage, selbstverständlich. Da haben wir uns verabredet auf den nächsten Tag, morgens um 11, war ich dann bei ihm in der Staatskanzlei. Und dann war das schon durchgesickert und dann war es schon passiert. Schon waren Sie Minister. Aber wie war es, haben Sie Ihre Frau Eva tatsächlich nochmal gefragt oder war das einfach... Naja, ich werde Minister. Ja, ich habe ihr gesagt, dass ich die Chance... Also sie war in Berlin bei unserem zweiten Sohn zu Besuch. Den habe ich angerufen und habe gesagt, wenn Mama wiederkommt, soll sie mich mal anrufen, ist nichts Schlimmes. Mhm. Und dann habe ich ihr gesagt, also ich habe die Chance, dann Minister zu werden. Und sie konnte sich auch nicht so vorstellen, dass ich da schon nun jeden Tag auf dem Sofa rumsitze. Und war deshalb hoch einverstanden. Wie teilen Sie denn das Leben zwischen Niedersachsen und Magdeburg oder Hildesheim und Magdeburg jetzt so ein? Naja, die Woche über bin ich natürlich im Ministerium. Das heißt, ich wohne auch inzwischen in Magdeburg. Am Wochenende, wenn es denn frei ist, dieses Wochenende wird mal wieder nicht frei sein, aber bin ich dann natürlich in Hildesheim. Mhm. Aber die meiste Zeit bin ich dann schon in Magdeburg. Hat sich eingespielt. Das hat sich eingespielt, ja.
In einer ihrer Heimatzeitungen, muss ich ja sagen, der Mitteldeutschen Zeitung, habe ich kürzlich einen schönen Artikel über Ihre Amtszeit gelesen. Der handelte davon, dass es im Anfang wohl, ich sag mal, gewisse Mentalitätsunterschiede gab. Sie sind ein Mann des direkten Wortes. Wir wissen das aus den großen Redeschlachten hier im Landtag und der klaren Ansage. Und irgendwie haben das so die Ostdeutschen nicht so ganz richtig verstanden. Gibt es Unterschiede, Politik zu machen im Osten und im Westen? Also zumindest ist der Landtag in Sachsen-Anhalt sehr viel ruhiger, ich will nicht sagen gemütlicher, aber es wird hier in Niedersachsen sehr viel heftiger gekämpft. Da muss ich mich erst dran gewöhnen. Das habe ich, glaube ich, inzwischen geschafft. Der Ton ist da durchaus verbindlicher. Ja. Es ist auch nicht diese Konfrontationsstellung zwischen Opposition und Regierung, wie es hier ist. Das sieht man zum Beispiel. Große Koalition ist da immer. Naja, was heißt, ne? Ja gut, aber das will ich jetzt gar nicht mal sagen. Aber auch die Opposition ist nicht so bissig wie hier. Ich war ja auch lange Opposition hier. Da haben wir natürlich versucht, die Regierung in Schwierigkeiten zu bringen. Und 10 Jahre lang haben sie versucht, uns in Schwierigkeiten zu bringen. Ich erinnere mich an Fragestunden, da habe ich über eine Stunde Rede und Antwort halten müssen. In Sachsen-Anhalt in der Fragestunde kommen 5, 6, 7, 8 Fragen, wenn mal eine Nachfrage kommt. Aber es wird nicht so als Kampfinstrument angesehen wie hier in Niedersachsen. Sie hatten ja wichtige Aufgaben hier in Niedersachsen. Neben dem Finanzminister, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Nord-LB, Mitglied im Aufsichtsrat der Salzgitter AG, um nur einige zu nennen. Vermissen Sie etwas an Niedersachsen oder vielleicht umgekehrt gefragt, was haben Sie von Ihren niedersächsischen Erfahrungen mit nach Sachsen-Anhalt genommen? Ja gut, wir haben natürlich in Sachsen-Anhalt nicht so große Industriebeteiligung wie hier. An der Nord-LB, da sitzt der Finanzminister drin, wie es auch richtig ist. Sachsen-Anhalt ist ja sehr klein, mit 5-6% beteiligt an der Norddeutschen Landesbank. Ich bin in einigen kleineren Aufsichtsräten bei der Investition- und Marketinggesellschaft, bei der Investitions- und Beteiligungsgesellschaft der IBG. Aber das sind natürlich überschaubare Größenordnungen, sind natürlich nicht so wie Salzgitter oder die Nord-LB. Es war ja auch, auch spannend. Spannend, glaube ich. Naja, weil auch dort natürlich einiges passieren kann. Und wir haben ja bei der IBG gleich am Anfang, ich war kaum da, den Ärger gehabt, dass ein Geschäftsführer auch Insidergeschäfte gemacht hat und sich dann gleich so trennen müssen. Das ist nicht ganz einfach gewesen. Vielleicht sagen Sie für unsere Zuschauer noch mal, was IGB heißt. IGB heißt eine Beteiligungsgesellschaft. Das heißt, das Land stellt Geld zur Verfügung und diese Gesellschaft beteiligt sich an Neugründungen mit Risikokapital. Mhm. Na, mit Kapital kennen Sie sich ja bestens aus als ehemaliger Finanzminister. Ist das auch so ein bisschen schwierig gewesen, dieser Rollenwechsel? So ein Finanzminister ist ja immer so derjenige, von dem alle was wollen. Und jetzt sind Sie Minister für Wissenschaft und Wirtschaft, müssen natürlich sicher auch für Ihren Etat stets auf der Matte stehen und kämpfen. Naja, am Anfang haben natürlich viele in mir noch den Finanzminister gesehen. Das war gerade bei den Universitäten nicht ganz einfach, aber wir haben mit den Universitäten hervorragenden Kompromiss geschlossen. Wir haben große Einigkeit jetzt mit den Universitäten. Die können jetzt wieder in Ruhe arbeiten. Am Anfang gab es da große Demonstrationen. Das ist alles beigelegt und die 7 Hochschulen arbeiten hervorragend. Und in der Wirtschaft, gut, das kennt man als Finanzminister dann auch schon ein bisschen. Aber man musste natürlich sehr viel neu lernen, das ist klar. Sie haben es ja gemerkt, IWG, IMG und wie das alles heißt, das muss man erstmal natürlich auseinanderhalten. Muss man erstmal drauf haben. Nicht, das hat man natürlich vorher auch nicht gelernt, sondern da. Wobei der jetzige Finanzminister ein alter Bekannter von Ihnen ist, aus der Tarifgemeinschaft der Länder. Erzählen Sie mal. Nein, mit Jens Bullerjahn bin ich seit langem befreundet. Die Finanzminister der Länder treffen sich ja einmal im Monat in der Finanzministerkonferenz. So häufig treffen sich die anderen Minister nicht. Und dadurch hat man natürlich Kontakt. Und dann, wenn man eben in der Tarifgemeinschaft Deutscher Länder Tarifverhandlungen führt, dann wächst man natürlich noch. Er war Ihr Nachfolger als Verhandlungsführer. Der ist jetzt mein Nachfolger, ja. Er ist damals nachgerückt in den Vorstand, hat mitverhandelt und ist mein Nachfolger, macht das hervorragend. Und wir sind befreundet. Gestern Abend haben wir uns erst wieder mal ein bisschen an der Theke unterhalten. Okay, mit einem schönen Bier hoffentlich. Naja, sagen wir mal 2. Gut.
Aber man soll ja ganz ehrlich sein, der Finanzminister ist sehr wichtig, ganz klar. Aber Wissenschaft und Wirtschaft sind eigentlich ja die Ressorts, die ein Land voranbringen. Und wenn Wissenschaft und Wirtschaft gedeihen, geht es dem Land eigentlich gut. Was haben Sie denn so vorgefunden? In welcher Fahrt oder ist der Zug Sachsen-Anhalt, um es im Bild zu sprechen, gut in Fahrt gewesen, als Sie kamen? Ja, wir haben leider nicht so tolle Wirtschaftszahlen, wie der gesamte Osten nicht. Wir haben als Sachsen-Anhalt das Pech, dass wir keine große Zentrale haben. Also Bayern hat München, Baden-Württemberg hat Stuttgart, Hessen hat Frankfurt, Brandenburg hat Berlin. Das merkt man. Niedersachsen hat Hamburg und Bremen. Mhm. Das strahlt aus. So eine Metropole haben wir nicht. Und das werden wir auch nicht bekommen. Ja, fällt ja nicht vom Himmel. Und das muss man eben akzeptieren. Das Gleiche gilt für Mecklenburg-Vorpommern. Denen fehlt das auch. So dass man eben sehen muss, diese strukturellen Unterschiede muss man einfach akzeptieren. Ich ärgere mich immer über so Statistiken. Hamburg hat das größte Durchschnittseinkommen aller Länder. Ja, das Land, das ist eine Stadt. Die müsste man vergleichen mit Frankfurt, mit München oder mit Stuttgart, aber jetzt nicht mit Bayern oder mit Sachsen-Anhalt nicht. Wenn Sie Bayern ohne bayerischen Wald sich denken, sondern nur mit München, Ingolstadt, dann liegen die mit Sicherheit vor Hamburg. Das finde ich immer, diese Vergleiche, nur weil das eine Verwaltungseinheit ist und als Land gilt, dann so rauszustellen, finde ich eigentlich nicht gut. Nun ist es ja so, dass in 25 Jahren deutscher Einheit viel geschafft ist, aber noch immer gibt es große oder relativ große Unterschiede. Reden wir mal von der Arbeitslosigkeit, die liegt in Sachsen-Anhalt, glaube ich, im Moment bei 10%, hier in Niedersachsen bei 6,2. Die Wirtschaftskraft liegt ungefähr bei 81% des Westens in den neuen Bundesländern. Was kann man denn da noch bewegen? Oder ist jetzt so nach 25 Jahren der Level erreicht, wo es mehr ist, da einfach nicht zu machen? Nein, ich habe das eben schon gesagt. Das ist eine Frage der Metropolen. Mhm. Wenn Brandenburg nicht Berlin mittendrin liegen hätte, dann hätten die den Status unserer Altmark. Und wenn Sie zum Beispiel die Region Hof in Bayern sehen, die ist schlechter als die Region Halle-Leipzig. Mhm. Aber sie wird statistisch nicht erfasst, weil man eben sagt, ganz Bayern. Und da ist eben München, die alles hochzieht, Ingolstadt, die das alles hochzieht. Deshalb kann man das nicht miteinander vergleichen. Wir haben eben nicht diese Industriekerne. Eine ganz interessante Zahl ist zum Beispiel, die Stadt mit dem höchsten Durchschnittseinkommen ist Wolfsburg. Was hat Wolfsburg? Die haben eine Stadtverwaltung, haben ein paar Krankenhäuser, haben Volkswagen und sonst haben die da nichts. Ja. Und die mit dem geringsten Einkommen ist Rügen. Ja, die haben Tourismus, ein bisschen Fischerei. Aber sind die Leute in Rügen unglücklicher als in Wolfsburg? Ich weiß es nicht. Und doch muss man ja sagen, und ich glaube, so viel Werbung dürfen wir hier in der Sendung machen, dass es einige Ostnamen doch auch im Westen zu sehr guten Klang gebracht haben. Was fällt Ihnen da so an als Wirtschaftsminister? Wo sind Sie besonders stolz drauf? Naja, stolz müsste die Firma selber auf sich sein. Also Rotkäppchen ist ja eine Marke, die kennt jeder. Mhm. Aber keiner guckt natürlich, kommt die nun aus Sachsen-Anhalt. Und wenn Sie hinten drauf gucken, Freiburg, das wird mit Y geschrieben, dann sagen Sie, Sie können auch nicht mal Freiburg richtig schreiben. Also es ist einer Unstrut. Dann Hasseröder kennt jeder aus dem Fernsehen, aus der Sportreklame, oder er trinkt Hasseröder. Mhm. Aber dass das jetzt aus Wernigerode, aus Hasserode kommt, macht sich auch keiner klar. Halberstädter Würstchen kennt man auch noch. Ja. Und dann wird es etwas schwierig, weil wir wenig Endprodukte haben. Also da, wo richtig der Name draufsteht, und wir haben sehr viele Firmen, die Eigenmarken herstellen. Mhm. Und dann steht da eben Edeka oder Rewe oder Aldi oder wie die Marken heißen. Wir haben hier mal ein Buch gemacht mit 50 Firmen, die in der Welt mitspielen, zum Teil Weltmarktführer sind. Aber die kennt natürlich keiner. Eins ist da drin. Die stellen Kernschießanlagen her. Was? Für ja, genau, Kernschießanlagen. Also wenn Sie einen Hohlkörper gießen wollen, zum Beispiel einen Motorblock, brauchen Sie eine äußere Form und eine innere Form, damit der Hohlkörper hohl bleibt. Und das wird aus Sand hergestellt, das wird geschossen. Wenn Sie 1 Million Motorblöcke brauchen, brauchen Sie 1 Million Kerne. Mhm. Und da ist der Weltmarktführer in Sachsen-Anhalt. Aber wer kauft eine Kernschießanlage? Das kauft Toyota, kauft VW, kauft Mercedes, kauft Porsche oder die. Nicht? Da sind wir Weltmarktführer, nicht wir, sondern die Firma. Mhm. Teilt sich mit einer spanischen Firma 80% des Weltmarktes, weiß aber in Sachsen-Anhalt keiner. Nun wird ja oft darüber gelästert, gejammert, wie soll man es ausdrücken, dass Helmut Kohl blühende Landschaften versprochen hat.
Haben Sie das Gefühl, es sind blühende Landschaften trotz aller Kritik entstanden? Jeder, der diese Frage stellt, dem empfehle ich, nach Bitterfeld zu fahren, sich dort an den Bernsteinsee, an die Gotsche zu setzen. Und er hat Urlaubsgefühl. Bitterfeld war vor 25 Jahren nach eigener Einschätzung der dreckigste Ort Europas. Nach eigener Einschätzung, ob es so stimmt, weiß ich nicht. Da ist inzwischen eine Seenlandschaft entstanden aus einem alten Tagebaurestloch. Da sitzen Sie in der Marina auf einer Terrasse, haben italienisches Flair. Vor Ihnen dümpeln 100 Schiffe in der Marina und Sie gucken nur in Natur. Tolle Sache. Und kann ich nur jedem empfehlen. Die Überraschung ist perfekt. Und Bitterfeld hat sich als Industriestandort, Bayer ist da, die haben jetzt gerade die 100 Milliardste Tablette hergestellt. Und auch andersweise, das hat sich gut entwickelt. Und ich bin gestern nach Celle reingefahren, da haben sie auch ein altes Industriegebiet, da hat es gerade gebrannt, sieht auch furchtbar aus. Also schlechte Ecken gibt es überall. So, gucken wir mal kurz auf die Universitäten. Sind die inzwischen so auf Augenhöhe mit den westlichen Universitäten? Teils sind sie höher, teils sind sie weniger hoch. Also was wir nicht haben, ist eine Exzellenzuniversität, davon gibt es auch bundesweit nur 5. Da brauchen sie eine gewisse Größe. Die Münchner Universität zum Beispiel, die ist aber deutlich größer natürlich, als wir das als kleines Land mit 2,3 Millionen Einwohnern machen können. Aber wir haben eine ganze Menge Spitzenforschung. Zum Beispiel Jura in Halle hat einen guten Namen in ganz Deutschland. Oder die Medizin in Magdeburg, gerade was Demenzforschung und so angeht, ist ganz weit führend. Wir haben da mit Simulate Forschungscampi, da gibt es nur 9 Stück von, haben wir einen nach Magdeburg gewinnen können. Also die Hochschulen und die Universitäten sind auf Augenhöhe, wenn nicht zum Teil besser, natürlich auch zum Teil nicht, sind andere besser. Wie ist denn so der Saldo? Wollen mehr Studenten in den Westen gehen oder kommen mehr in den Osten? Na, wir haben ja den Hochschulpakt gehabt. Ja. Dadurch haben wir zusätzliche Mittel bekommen, gerade um Westabiturienten in den Osten zu locken. Nannte sich Studien in Fernost, war ein bisschen provokant, ist auch nicht von mir, ich habe das so vorgefunden. Wir haben deutlich mehr Studierende, als wir selber Hochschulzugangsberechtigte, wie heutzutage Abiturienten heißen, hervorbringen. Wir haben etwa 6.000 junge Leute, die Abitur machen im Jahr und wir haben etwa 9.000 Studienanfänge und nicht alle, die bei uns Abitur machen, studieren natürlich auch in Sachsen-Anhalt, die gehen natürlich auch, wie wir früher auch, immer in andere Bundesländer, aber wir haben deutlich mehr und die Studienbedingungen sind hervorragend. Vor allem gibt es schönen Wohnraum. Der Wohnraum ist natürlich ein Riesenvorteil. Sie gehen zur Wohnungsbaugesellschaft und sagen, was sie haben. Und dann können sie da morgen einziehen zu vernünftigen Preisen, 5-6 Euro. Das machen sie mal in Heidelberg oder in Hamburg oder in München. Da lachen die sie aus und dann gleich morgen einziehen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Nein, aber wir haben natürlich modernisierte Hochschulen. Aufbau Ost hat da natürlich eine Menge gemacht. In den letzten 25 Jahren sind die alle saniert worden. Da kann manche westliche Hochschule hinten anstehen. Und wir haben ein hervorragendes Verhältnis zwischen Lehrenden und Studierenden. Also das Betreuungsverhältnis ist auch sehr gut. Gucken wir nochmal in Ihren Landtag. In Sachsen-Anhalt sind die Linken, in der die Nachfolgepartei ja der SED steckt, die zweitstärkste Kraft. In Thüringen regiert sogar ein Ministerpräsident der Linken. Da fragt man sich doch, sind die Deutschen im Osten vergesslich oder sind sie gar undankbar? Ich kann mir das nicht erklären. Die Linken sind auch sehr inhomogen. Da gibt es welche, die wirklich früher auch noch Funktionen in der SED hatten. Parteisekretär oder wie das da alles gehießen hatte, also die richtig da Funktionen hatten, die auch heute noch im Landtag sitzen. Und da sitzen da auch junge Leute, die die Wiedervereinigung entweder als kleines Kind oder gar nicht erlebt haben. Ich kann mir das nicht erklären. Ja, aber es gibt ja bald wieder Wahlen bei Ihnen, ja, am 13. März 2016. Ja. Seit 10 Jahren regiert eine große Koalition, CDU, SPD in Sachsen-Anhalt. Halten Sie es für möglich, dass es ein Thüringer Modell auch in Sachsen-Anhalt danach geben wird? Na, ich hoffe nicht. An sich die Koalition arbeitet, bis auf kleine Nicklichkeiten, die es immer gibt, eigentlich erfolgreich zusammen. In Thüringen hatten sie sich zum Schluss ziemlich zerstritten, auch menschlich. Das ist in Sachsen-Anhalt nicht gegeben. Es gibt immer wieder Äußerungen der SPD, dass sie ganz gern mit den Linken das machen würde. Aber wenn sie stärker sind,
Man muss es abwarten, wie die Konstellation ist. Zum Schluss wird es eine Frage sein, wie viele Fraktionen werden im Landtag sein und wie stabil kann man da Mehrheiten herstellen. Die Bevölkerung hat keine Wechselstimmung, also die findet eigentlich, das könnte so bleiben. Bei der Bevölkerung ist ja auch eins bemerkenswert, da haben die Menschen Jahrzehnte um freie Wahlen, wollten freie Wahlen haben, haben dafür gekämpft. Jetzt geht jeder Zweite zur Wahl, bei den unter 30-Jährigen sogar jeder Dritte nur. Was ist da passiert? Warum ist die Wahlmüdigkeit oder die Resignation so groß? Kann ich auch nicht erklären. Denn wenn man mal in der Weltgeschichte so rumguckt, haben wir ja eigentlich es schön, dass wir selber bestimmen können, wer uns regiert. Andererseits, wer nicht hingeht, vielleicht ist er auch zufrieden und sagt, es läuft ja alles. Ich weiß es wirklich nicht. Müssen Sie Wahlforscher fragen. Sie haben kein Rezept, was man machen könnte, um die Wahlmüdigkeit zu bekämpfen? Nee, okay. Wüsste ich jetzt nicht. Also ich kann immer nur die Leute ermuntern, geht da hin, sonst habt ihr auch hinterher kein Recht zu klagen. Aber sie klagen dann trotzdem, also deshalb wäre es auch egal. Nun hat Sachsen-Anhalt ja genau wie alle anderen Bundesländer die, ich will nicht sagen Last, aber die große Aufgabe, des großen Flüchtlingsstroms zu bewältigen. Nun hört man ja so im Allgemeinen, im Osten sind die Leute doch sehr fremdenfeindlich und die sind doch mehr gegen die Flüchtlinge eingestellt. Also das letzte Flüchtlingsheim, das gebrannt hat, war in Baden-Württemberg und das wird ja grün regiert. Also eigentlich müsste man dann sagen, da kann das gar nicht passieren. Wir haben den Eindruck, dass wenn im Osten was passiert, es viel mehr hochgespielt wird, als wenn es im Westen passiert. Was man sagen muss, ist, dass natürlich in den neuen Bundesländern es nicht so viele ausländische Menschen gibt. Das liegt einfach daran, dass in Westdeutschland in den 60er Jahren sehr viele Gastarbeiter, wie die damals hießen, nach Deutschland geholt worden, aus Italien, aus Portugal, aus der Türkei, die jetzt in der zweiten Generation da sind. Und in Ostdeutschland, in der DDR, waren ein paar Vietnamesen da, ein paar Afrikaner, ein paar Kubaner. Aber das war jetzt nicht so die prozentuale Zahl, die denn auffiel. Und nach der Wende ist nun auch nicht jeder türkischstämmige oder italienischstämmige und so als erstes gleich in den Osten gegangen, um zu gucken, ob er da Geld verdienen kann. Sie sagten ja selber, bei 20-25% Arbeitslosigkeit Anfang der 90er Jahre gab es dafür keine Veranlassung, sodass man sich da vielleicht erst noch ein bisschen dran gewöhnen muss. Andererseits, im Moment läuft die Flüchtlingsaufnahme gut. Mhm. Natürlich gibt es immer wieder Kritik, müssen die dahin, können sie nicht woanders hin. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen läuft das jetzt sehr professionell. Aber es gibt ja eine Gefahr. Bei der letzten Landtagswahl hat die NPD in Sachsen-Anhalt mit 4,6% gerade mal den Einzug in den Landtag verfehlt. Fürchten Sie und auch andere Politiker natürlich, dass diese ganze Flüchtlingsbewegung jetzt die Rechten erstarken lässt? Da ist die Frage, wie wir damit umgehen. Wir haben jetzt zum Beispiel mit den Hochschulen eine Vereinbarung, da werden wir auch Geld in den Haushalt für einstellen, dass wir bei den Flüchtlingen gucken, wer ist bei denen studierwillig und studierfähig. Die können ja auch dort, wo sie herkommen, eine Hochschulzugangsberechtigung, also wir würden sagen Abitur gemacht haben. Das müsste man natürlich dann testen. Denn das muss man schon gucken, ob sie studierfähig sind. Aber dann wollen wir die integrieren. Und ich glaube, je mehr wir sie integrieren, umso besser wird das auch in der Bevölkerung aufgenommen. Im Moment haben wir meines Erachtens noch eine Willkommenskultur. Landtagswahlen sind in 2016 in Sachsen-Anhalt, 2017 in Niedersachsen. Sie sind ein erfahrener, gestandener Politiker. Manche sagen sogar, Sie haben das Zeug zum Ministerpräsidenten. Wo steuern Sie persönlich denn hin? Nein, das ist nett gemeint, aber völlig falsch. Gott sei Dank sagen die Leute mir das selber auch nicht, aber nein, ich sage nur, was man hört. Ja, das ist ja lieb von Ihnen, aber... Wo steuern Sie persönlich hin mit Ihren politischen Zielen? Ich steuere jetzt auf meine Rente zu. Na, ist da schon das letzte Wort gesprochen? Ja, aber ich finde eigentlich immer es komisch, dass die Leute sagen, wenn ein Politiker sagt, mit 64 oder 65 Jahren ist für mich Schluss, dass er gleich als amtsmüde gilt. Wenn jemand anders sagt, ich gehe nächstes Jahr altersgemäß in Rente, unterstellt man ihm ja auch nicht, dass er dieses Jahr nichts mehr tut in seiner Firma oder in seinem Amt oder was. Also ich meine, dann muss es auch irgendwann mal gut sein. Die Bayern sagen, na schauen wir mal. Letzte Frage, wo verbringen Sie den Tag der Deutschen Einheit, den Jubiläumstag? Und wie sollen nach Ihrer Meinung nach die Deutschen diesen Tag, der nun doch 25 Jahre schon her ist, wie sollen sie den im Gedächtnis haben? Naja, wir feiern ja schon am 1. Oktober mit der Kanzlerin, die kommt nach Halle. Da werde ich dort natürlich an der Feier teilnehmen. Am 3. haben wir dann keine offizielle Feier mehr.
So, als letzten Satz, was denken Sie, wie wichtig dieser Feiertag für die Deutschen ist und warum man ihn im Gedächtnis haben soll? Ja, weil das, glaube ich, weltweit einmalig ist, dass so eine Wiedervereinigung geklappt hat, ohne dass Blut geflossen ist. Sondern Geld ist geflossen, aber Geld kann man dann auch wieder ersetzen. Und das hat Deutschland geschafft. Die Menschen in Deutschland, erst in Ostdeutschland, dann gemeinsam. Und das ist, glaube ich, ziemlich einmalig auf der Welt, dass sich so zwei unterschiedliche Staaten dann auch miteinander arrangiert haben und sich gegenseitig integriert haben. Denn es ist ja nicht nur eine Ost-West-Bewegung gewesen, es sind auch sehr viele vom Westen in den Osten gezogen. Ja, dann wünschen wir unserer Heimat alles Gute. Vielen Dank. Ihnen persönlich. Danke auch. Auch alles Gute. Schön, dass Sie den Weg aus Magdeburg hier nach Hannover gemacht haben. Gern. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin. Machen Sie es gut.